Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testobüffel TV. Mein Name ist Flo. I want it that way. Und heute begrüße ich euch zu einer weiteren Folge mit dem ersten FC Nürnberg. Nachdem wir in der letzten Folge die Bremer in einem richtig krassen Spiel geschlagen haben in der Liga, sind wir natürlich hier aktuell noch auf Platz 11, aber das soll sich jetzt ändern, denn wir haben wieder einige Spiele vor uns und die schauen wir uns jetzt als allererstes gemeinsam an. Wir gucken mal durch, wir haben jetzt hier mal eine Woche Ruhe, dann müssen wir gegen die Mainzer rein, das werden wir simulieren. Gegen Bayern werden wir ebenfalls simulieren und dann haben wir die Stuttgarter. Und wer aufgepasst hat, der hat gesehen, dass die Stuttgarter bei uns tabellarisch in der Nähe sind. Deswegen werden wir dieses Spiel auch selber machen und zu guter Letzt, damit werde ich dann heute die Folge beenden. Dann sind wir im April und dann haben wir wirklich einen strengen Zeitplan vor uns. Da haben wir die Hertha, Schalke, Hoffenheim, dann kommt Freiburg hier unten und dort haben wir dann das DFB-Halbfinale im Pokal. Ist natürlich richtig krass, da gegen die Frankfurter schon im Halbfinale zu stehen. Und das wird dann das letzte Spiel in der nächsten Folge sein, aber das ist ja noch Zukunftsmusik, Leute. Ich würde sagen, wir starten rein in die heutige Folge, wie gesagt, mit zwei Simulationen und einem Spiel gegen die Stuttgarter. Und noch vor dem ersten Spiel gegen die Mainzer seht ihr es hier. Wir haben einen neuen Scouting-Bericht von Dario Haas und er bringt ein paar gute Spieler mit, zumindest auf den ersten Blick. Matthias Meier mit einem guten Potenzial, 67 bis 91, sein aktuelles Rating nicht so toll. 68 bis 92, Patrick Albrecht sieht auch nicht so übel aus. Tom Kaiser ist natürlich da eher ein bisschen der Abfall. Also nicht böse gemeint, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und zu guter Letzt, also wir haben hier drei Spieler mit einem guten Potenzial, allerdings alle drei nicht so gut, was ja das aktuelle Rating angeht. Ich werde trotzdem mal alle drei mitnehmen, um unsere Jugendmannschaft ein bisschen aufzubauen. Und dort schauen wir jetzt auch mal weiterhin rein. Denn die Jugendmannschaft dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, denn wir haben da immer noch gute Spieler. Felix Meier mit einem guten Potenzial, aber schlechtes aktuelles Rating. Dann Patrick Albrecht neu dazugekommen, Matthias Meier ebenfalls. Alle nur so im 40er-Bereich. Allerdings haben wir hier dann Niklas Vogel. 16 Jahre ist er mittlerweile, 55er Rating, 71 bis 87er Potenzial, geht auch noch vollkommen in Ordnung. Und hier ist noch Frank Schinkel, der ist genauso in Ordnung mit einem 15 Jahre 57er Rating bei einem Potenzial von 75 bis 83. Auch vollkommen in Ordnung. Die beiden sind wirklich interessant. Und ich denke, ich werde den Niklas Vogel jetzt mal ins Profiteam übernehmen, damit wir da noch mal ein bisschen flexibler sind, dass wir den früh mit reinnehmen. Er akzeptiert auch sofort seinen Vertrag und dann können wir den in der nächsten Trainingseinheit auf jeden Fall auch trainieren. Und vor dem Spiel gegen Mainz schauen wir mal ganz kurz unten auf die Tabelle und wir sehen es. Wir hätten genauso gut gegen die Mainzer spielen können. Die sind nur 3 Punkte und ein Platz hinter uns. Und somit müssen wir auf jeden Fall in der Simulation alles klar machen. Wir müssen nochmal ganz kurz auf die Mannschaft gehen. Palacio Martinez spielt da vorne noch drin. Ischa kommt dafür aber rein. Dann haben wir Preisinger, da muss natürlich wieder Eras rein. Und Jutschwerk bekommt heute seine Einsatzzeit da vorne im Mittelfeld. Leibold, Lovren, ja, das passt auf jeden Fall. Aber Kerk darf auch mal wieder ran. Lovren ist natürlich nicht dauerhaft. Erster Mann in unserem Kader auf der rechten Mittelfeldposition und so starten wir dann rein. Ihr habt es jetzt gesehen, ein paar kleine Änderungen gibt es und ich bin natürlich gespannt, wie wir uns jetzt gegen die Mainzer in dieser Simulation schlagen. Die haben verloren gegen Wolfsburg, unentschieden gegen Berlin, aber trotzdem darf man sie nicht unterschätzen mit einem Torhüter wie Adler, dann Diallo, Prosinski. Sind natürlich alles gute Spieler, aber Kerk in der 21. Minute mit dem Führungstreffer auf unserer Seite ist natürlich vollkommen geil und motiviert unsere Jungs, das vor der Pause noch klar zu machen, die jetzt auch rum ist. Und Van de Beek kommt für de Jong und Van de Beek ist natürlich auch ein richtig guter Spieler. Fiordilino wird eingewechselt, viele Wechsel, es ist das 1:1 durch Prosinski, durch einen Elfmeter und mit dem Unentschieden können wir auf jeden Fall zufrieden sein. So verlieren wir keine Punkte auf Mainz und das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und nach diesem Spiel sind wir dann natürlich auch mal wieder in der Trainingszentrale. Kreidel, der entwickelt sich viel zu schlecht in meinen Augen. Ich würde ihn gerne noch weiter trainieren, aber wir haben jetzt natürlich ja noch auch einen Niklas Vogel, der natürlich auch noch weiterhin trainiert werden muss. Da werden wir mal gucken, dass er noch ein bisschen Ausdauer dazu bekommt. Hier Dribbling, Ballbesitz, das passt auf jeden Fall für einen Außenspieler natürlich verdammt wichtig. Mal sehen, was er in seiner ersten Trainingssession macht. Entwickelt sich allgemein jemand, sogar zwei Stück Löwen und Waschewski. Löwen jetzt mit der 70, genauso wie Waschewski, das ist vollkommen in Ordnung. Vogel bislang leider noch ohne Verbesserung.
Und jetzt steht das nächste Spiel auch auf dem Programm, und zwar auswärts. Müssen wir in der Allianz Arena ran gegen den großen Titelfavorit FC Bayern München. Wir haben eine Änderung, ihr seht es in der Innenverteidigung. Marc Reiter spielt für Everton aktuell. Trotzdem, ja, denke ich einfach, dass wir das hier machen können. Goretzka allerdings schon in der 13. Minute mit dem Führungstreffer. Das ist natürlich bitter. Jetzt rennen wir dem Rückstand hinterher. Zwei gelbe Karten, das ist natürlich ein gutes Zeichen für uns. Aber jetzt muss halt ein Wechsel kommen, der sinnvoll ist und der auch was macht. Aber come on, macht hier das 2:0 in der 56. Minute. Und jetzt ist das auch gelaufen. Es würde wahrscheinlich nicht mal mehr einen Ehrentreffer für uns geben. Wobei, einer könnte noch fallen. Nee, das war's. 2:0 Endstand gegen die Bayern. Ja, ist okay. Also ich denke, wir haben uns gut verkauft. Hätte natürlich durchaus auch besser sein können. Aber ja, 2:0 müssen wir uns geschlagen geben. Nach dem Spiel gegen die Münchner haben wir wirklich eine schlimme Diagnose. Zwangspause. Sebastian Kerk hat sich verletzt. Die Diagnose lautet gebrochene Rippe. Er wird 6 Wochen ausfallen. Das ist natürlich bitter. Gerade im nächsten Spiel hätten wir ihn eventuell gebraucht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir haben hier natürlich einen denkwürdigen Ersatz mit Davor Lovren, der auch das 70er Rating aktuell hat. Kerk nur 2 Ratingpunkte besser. Kerk wird dafür natürlich auf die Reservebank kommen und Waschewski darf hier mit rein. Vogel werde ich, denke ich, im nächsten Spiel auch machen, aber das seht ihr dann, wie ich das dann aufgestellt habe. Ich würde sagen, wir simulieren bis zum nächsten Spieltag. 31. März 2018 ist der Spieltag gegen den VfB Stuttgart. Gegen die Schwaben müssen wir jetzt heute ran und ihr seht, dabei im Platz 7 belegen die aktuell, haben 6 Punkte Vorsprung auf uns, wir aktuell 12 Platzierter. Mainz hat uns überholt mittlerweile, aber die haben auch ein Spiel mehr, das muss man mal dazu sagen. Wir können jetzt, wenn wir heute gewinnen, können wir sogar an Hannover vorbeiziehen, aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Als allererstes müssen wir natürlich hier bestehen und wir sehen uns dann im Stadion wieder. Und ich begrüße euch im Waldstadion gegen den VfB Stuttgart am 28. Spieltag. Die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu. Aktuell, ja, sieht es eher schlecht aus auf die internationalen Plätze, aber trotzdem wollen wir hier zum, ja, Liga-Endspurt auch unsere Leistung zeigen. Wir wollen natürlich nicht aufgeben und werden auch sehen, dass Stuttgart aktuell auf Platz 7 ist und wir auf Platz 12, wie vorher schon angesprochen. Das sind natürlich 6 Punkte, aber wenn wir jetzt heute gewinnen, sind es nur noch 3 Punkte und dann werden wir sogar noch mal ein Stückchen näher dran. Wir sind natürlich mega motiviert, wir haben da Bock drauf, auch wenn es natürlich keine wirklich, ja, schlechte Mannschaft ist. Aber wir sehen es, offensivschwächste Vereine, da sind die Stuttgarter mit dabei. Wir aber auch auf Platz 14, aber das ist ganz egal. Wir zeigen immer wieder in unseren Spielen wirklich gute Leistungen. Gomez, hier der Rückkehrer beim VfB, schon vor einiger Zeit, bringt natürlich immer wieder seine Leistungen auf den Platz. Und das zeigt natürlich auch, dass es immer wieder gefährlich ist. Wir fangen an, VfB Stuttgart fängt an mit Ron-Robert Zieler im Tor. Dann Bartstuber und Kempf, Maffeo und Fabra in der Viererkette. Dann Monko Duit, Brunig, Harit und Edmilson. Dann De Jong und Gomez vorne drin. Also wie hier mit Doppelsturmspitze im 4-2-2-2. Also da ist wirklich einiges dahinter. Da dürfen wir die Stuttgarter nicht unterschätzen. Da müssen wir echt aufpassen. Auch gerade das Offensivfeuerwerk versuchen zu unterbinden bei den Stuttgartern. Als nächstes wird unsere Aufstellung kommen. Ihr seht es, Matenia anstatt Predlo hier im Tor. Dann Mühl mit Everton, Itter auf rechts, Leibold links. Dann Löwen auf der 6er-Position, Jutschwerk, Behrens, Lovren, Sally und ganz vorne drin Mikael Ishak, unser kleines Sorgenkind, der heute wirklich mal treffen sollte, weil sonst sieht es nächste Saison für ihn ziemlich schlecht aus. Wir haben trotzdem noch ein paar Ersatzstürmer auf der Bank dabei und jetzt starten wir rein mit dem Anstoß heute, mit Pressing und natürlich unserer Offensivpower. Stark aufgepasst von Edgar Salli, der da hinten ausgeholfen hat. Und jetzt muss es schnell nach vorne gehen. Wir haben hier gerade auf der Seite haben wir einen Edgar Salli, der eigentlich verdammt viel Tempo hat. Der bekommt den Ball auch wieder. Hier einfache Doppelpässe. Damit sind wir so halbwegs zum Erfolg gekommen. Da ist Mikael Ishak. Was macht der? Der trinkt noch weiter in den 16er ein. Jetzt noch einen Abnehmer. Da ist Lovren und der vergibt aus so einer Position. Das kann nicht wahr sein. Aus 5, 6 Metern muss er den noch machen. Es sind genau 5 Meter. Natürlich ist er da bedrängt, aber den darf man doch nicht vorbeischießen. Erste gute Aktion in der 6. Minute. Wieder guter Ball auf Ishak und der tunnelt sogar den Außenverteidiger. Da ist dann Edgar Salli mit Tempo im 16er drin. Jetzt nur noch einen Abnehmer finden. Jutschwerk aus der Drehung braucht ein Stück zu lang, aber da ist ein Riesenmissverständnis bei den Stuttgartern. Wir können allerdings nicht draus profitieren. Jetzt die Stuttgarter auf der Außenbahn. Da ist natürlich Tempo dahinter. Der Ball war gut gespielt auf Gomez. Der findet sogar am zweiten Pfosten einen Abnehmer. Aber da scheitert dann auch. Ich weiß gar nicht, wer es war, Leute. Ich habe den Namen nicht lesen können, aber den kann man genauso machen.
mal machen, stark gespielt. Und dann schiebt der Außenspieler, der Stuttgarter, den Ball vorbei. Also das darf auch nicht passieren. Auf beiden Seiten Riesenchancen liegen gelassen. Gutes Kombinationsspiel hier auf der Außenbahn. Da ist Czuczwiak. Der dreht nochmal ab. Jetzt im Rückraum Edgar Salli mit dem flachen Schuss. Allerdings Ron-Robert Zieler mit einer riesen Parade. Richtig stark gehalten nochmal. Der Abschluss natürlich nicht perfekt, aber trotzdem richtig gute Aktion. Zu leicht ging es da bei uns durchs Mittelfeld. Wir verlieren den Ball. Amin Harit findet Gomez und dann eine riesen starke Parade von Matenia, der hier nochmal abtaucht und das Ding doch noch mal wegkratzt. Natürlich gibt es jetzt Eckball, aber die Parade war echt verdammt stark, auch wenn es viel zu leicht ging. Jetzt mal Edmilson Junior mit der Flanke hier rein. Die wird kurz ausgeführt. Wir sind da durch Davor Lovren. Wieder viel Platz und da ist die Lücke und dann steht es 1:0. Das war sehr schlecht verteidigt. Da hat kein Verteidiger gemeint, er musste drauf und Gomez hat dann die Ruhe, steht richtig und nagelt das Ding unter die Latte. Richtig gut gemacht von den Stuttgartern. Das kurz vor dem Halbzeitpfiff, so rum natürlich. Ja, wir sehen es hier, da zieht er gut raus, dann fehlen die Verteidiger und dann ganz knapp landet er an der Unterkante der Latte und fährt ein. Viertes Tor für Mario Gomez in der laufenden Saison, in der 45. Minute gegen uns, ist natürlich noch bitterer. Und gleichzeitig haben wir jetzt den Abpfiff der ersten Halbzeit. Wir gehen mit einem 0:1 in die Pause. Das ist natürlich bitter. Wir hatten auch ein, zwei gute Chancen. Aber ich merke, gegen die Stuttgarter kommt dieses 3-5-1-System gar nicht so gut an. Wir werden auf ein 4-4-2 flach ändern. Wir werden da gucken, dass wir jetzt noch einen zweiten Stürmer bringen. Und zwar für Czuczwiak. Czuczwiak hat mir nicht gar nicht so gut gefallen. Waschewski darf dafür rein. Lovren muss natürlich auf die Außenbahn. Löwen mit Behrens jetzt so als Achter, dann Salli links, Lovren rechts und vorne natürlich Waschewski mit drinnen. Mal sehen, ob das jetzt besser klappt. Und jetzt starten wir rein in die zweite Halbzeit und erhoffen uns natürlich den frühen Ausgleichstreffer. Jetzt kann es mal nach vorne gehen. Ishak mit Waschewski und Ishak, wunderbarer Ball auf Waschewski. Waschewski schließt ab, aber zu ungenau, so dass Ron-Robert Zieler gar keine Probleme hat. Da hätte er sogar noch mehr Zeit gehabt, hätte da vielleicht sogar noch überlegen können, hätte eigentlich den Torhüter noch fragen können, in welche Ecke er ihn haben will. So wird leider nichts draus. Gut auf der Außenbahn dann Lovren gefunden, der einmal mit dem Hacke zu Hacke lässt den Verteidiger dann auch aussteigen. Jetzt nur noch eine Flanke da rein. Ron-Robert Zieler hindert die Flanke aber daran, an den zweiten Pfosten zu kommen und somit die Chance erstmal geklärt. 76. Minute und der nächste Wechsel bei uns muss jetzt stattfinden. Fiedilino kommt für Edgar Salli und Ishak wird den Platz verlassen und jetzt dürfen da zwei Junge rein. Salomon Obama neben Waschewski jetzt drinne. Somit haben wir jetzt schon dreimal gewechselt und jetzt muss natürlich mehr kommen von unserer Mannschaft. Ihr seht hier zwei Wechsel direkt hintereinander. Wir wollen hier natürlich jetzt auf Offensiv gehen und auch mal die Dinger vorne nutzen und reinmachen. Jetzt ist da Fabra auf der Außenbahn mal durch. Warum wählt es mir denn den Spieler nicht an? Das gibt's doch nicht. Ich habe Mühlen ums Verrecken nicht angewählt bekommen. Naja, ganz egal. Es ist zum Glück nichts passiert. Das ist jetzt nicht so schlimm. Die Stuttgarter drücken weiterhin da vorne drauf. Doni ist jetzt mittlerweile auch reingekommen. Und jetzt einfach vorne, alles nach vorne. Kommt schon irgendwie das Ding machen. Aber mit solchen Pässen sehen wir dann natürlich alt aus. Vielleicht aber jetzt über Davor Lovren, der ist auf der Außenbahn schon an Fabra vorbei. Jetzt nur noch einen Abnehmer in der Mitte. Die Grätsche war nicht schlecht, aber Eckball gibt es immerhin mal. Vielleicht jetzt mal aus einer Eckball-Situation, wenn wir hier ein Loch reinziehen. Vielleicht kommt dann Stürmer da rein. Kurz auf Waschewski, der springt unterm Ball durch. Davor Lovren mit dem Abschluss, aber der war ungefährlich. Und dann hat Ron-Robert Zieler den Ball sicher in der Hand. Gut den Ball nochmal geholt und jetzt wird natürlich die Schlussphase nochmal richtig hektisch. Wir sind jetzt in der 90. Minute und jetzt müssen wir es da vorne ausspielen. Der Ball wäre sehr gut gekommen. Leider war da nochmal ein Stuttgarter Fuß zwischendran. Trotzdem machen die Stuttgarter jetzt immer wieder Fehler. Man merkt, dass es in Richtung 90. Minute geht. Und ja, hier sehen wir es. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit. Das dürfte dann jetzt die letzte Aktion sein. Irgendwie den Ball nochmal da vorne rein. Vielleicht per langer Ball auf Waschewski. Da ist Behrens, er schießt. Trifft nur die Latte, kommt schon den zweiten Ball irgendwie gewinnen und dann Ron-Robert Zieler mit einer Glanzparade. Also der hält jetzt hier die Stuttgarter den Sieg fest. Wir schauen es nochmal an. Klasse Reflex hier, sonst wäre der eingefahren und das wird jetzt die letzte Aktion vermutlich sein. Das Ding scharf reinbringen durch Fiedilino. Löwen am Kopfball und der vergibt die letzte Chance und dann ist auch der Abpfiff.
ertönt. Es bleibt bei 0:1. Starke Schlussphase hier nochmal gehabt. Natürlich ist bitter Mario Gomez kurz vorm Ende der ersten Halbzeit. Macht er hier den Siegtreffer. Das ist natürlich belastend und bitter. Aber trotzdem haben wir uns, denke ich, relativ gut verkauft. Ja, Mario Gomez geht hier glücklich vom Platz. Nicht so wie wir. Wir müssen das Spiel leider als verloren ansehen. Aber wir schauen mal hier. Die Stuttgarter hatten natürlich auch ihre Chance. Genauso wie wir. Ron-Robert Zieler, wirklich einer der besten Spieler heute. Und deswegen gehen wir mal weiter. Wir gucken es uns mal an. Es geht, denke ich, schon in Ordnung. Wir haben einen Schuss mehr. Ja, es wäre vielleicht auch nicht unverdient gewesen, wenn wir hier den Ausgleich irgendwann mal machen. Aber wir schauen nochmal auf die Bewertung. Mühl bei uns der beste Spieler mal wieder mit 6,7. Vorne ging nicht so viel heute. Und bei den Stuttgartern ist es natürlich Mario Gomez, der Torschütze zum 0:1, was gleichzeitig natürlich auch der Endstand war. Ron-Robert Zieler mit einer 7,3. Der hat wahrscheinlich auch wieder viele Paraden gehabt. 5 an der Zahl. War natürlich sehr, sehr gut. Und jetzt sehen wir uns ein letztes Mal im Hauptmenü. Und da sind wir dann auch. Im Hauptmenü seht ihr es. Es hat uns zum Glück nicht so viel gekostet. Wir sind immer noch auf Platz 12. Natürlich die Mainzer jetzt mit einem Spiel nochmal einen Punkt weg. Aber auch von den Abstiegsplätzen. Das sind 6 Punkte. Ich denke, da sollten wir eigentlich nicht viel mit zu tun haben diese Saison. Allerdings mit den europäischen Plätzen mittlerweile auch nicht mehr, weil wir dann doch zu viele Spiele verloren haben. Aber das ist jetzt ganz einfach so. Ich denke, im Mittelfeld zu landen in der ersten Saison der Bundesliga ist auf jeden Fall in Ordnung. Die Klasse mal halten. Aber es sind natürlich noch einige Spieltage. Und wenn wir mal schnell durchgucken, wir haben, wie gesagt, als nächstes haben wir dann die Hertha. Dann haben wir Schalke, Hoffenheim, Freiburg und dann natürlich das Pokalspiel. Dann haben wir die Wolfsburger, Frankfurt nochmal und die Gladbach-Anhänger treffen dann am letzten Spieltag nochmal auf uns und eventuell dann doch nochmal das Pokalfinale, je nachdem, wie es in der nächsten Folge dann ausgeht. Aber das ist dann eine ganz andere Geschichte. Leute, ich würde sagen, wir beenden die heutige Folge. Und wenn euch diese heutige Folge gefallen hat, dürft ihr das natürlich gerne mit dem Daumen nach oben zeigen. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und noch kein Teil der Testo-Beflorde seid, dürft ihr natürlich gerne abonnieren, dürft ihr gerne supporten. Und sonst würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin haut rein und macht's gut.